Diesmal eine Anwendung des Satzes von Castigliano in Fachwerken. Das gegebene Fachwerk wird entsprechend der Skizze belastet und die Querschnittsfläche für jeden Fachwerkstab beträgt A. Wir sollen nun die vertikale Verschiebung des Knotens C unter Verwendung des Satzes von Castigliano bestimmen. Wie das Fachwerk selbst zu rechnen ist, nehme ich an, dass Sie wissen. Also man muss halt irgendwelche Schnitte machen, Rundschnitte, Ritterschnitte, wie Sie es auch immer nennen, und die Knoten anschauen und sie halt alles, was so im Fachwerk an Stabkräften wirkt, ausrechnen. Sonst kann man den Satz von Castigliano nicht anwenden. Gefragt ist die Verschiebung von dem Knoten C da oben in vertikale Richtung. Da gibt es offensichtlich keine Kraft in vertikale Richtung, also müssen wir wieder Hilfskraft einführen. Das geht auch im Fachwerk. Sie können also eine äußere Hilfskraft einführen, die hier in C wirkt. Und die nenne ich dann, damit es mit den Unterlagen übereinstimmt, P. Und mit Hilfe dieser Kraft P muss man sich dann überlegen, Gesamtgleichgewicht, also die Lager einmal freischneiden und die einzelnen Knoten. Am besten startet man unten beim Knoten B, wo man alles kennt. Und dann kann man sich die einzelnen Stabkräfte ausrechnen. Ich zeichne es her, wie das ausschaut. Zum Beispiel am Knoten B ist das recht leicht erklärt und recht schnell gezeichnet. Wenn das B ist, dann haben wir da natürlich die äußere Kraft P1 und wir haben hier eine Kraft, Stabkraft zwischen A und B, also am Stab AB, NAB und da eine NBC. Und da kann man sich sehr schnell überlegen, wenn das P1 wirkt und man macht ein Gleichgewicht vertikal und horizontal, das ist ja immer die Grundprämisse, wovon man immer ausgeht und was immer stimmt ist, wenn ein Gesamtsystem im Gleichgewicht ist, ist jedes Teilsystem auch im Gleichgewicht. Das ist genau das, was Sie da machen beim Schneiden. Sie schneiden irgendwas raus und das muss im Gleichgewicht sein. Und dann haben Sie sozusagen ein Kraftgleichgewicht horizontal und ein Kraftgleichgewicht vertikal. Das können Sie immer verwenden. Und wenn Sie sich das anschauen, dann wird man, wenn da der Winkel 45 Grad ist, dann hat die Komponente NBC als Gegenspieler nur das P1, also die wird irgendwie vom P1 abhängen. Die andere Komponente NAB wird der NBC-Horizontalkomponente entgegenwirken. Die NBC-Horizontal ist aber durch den 45-Grad-Winkel genauso groß wie die Vertikale, also wird das NAB auch wieder P1 sein müssen, wenn man das alles hinschreibt. Das heißt, ich schreibe es Ihnen gleich da her. Das NBC ist die Komponente, nämlich Wurzel 2 B1. Also P1 ist gleich NBC durch Wurzel 2, in dem Fall Sinus 45 Grad oder Cosinus, wurscht was. Und die NAB muss P1 alleine sein, weil NAB wiederum NBC durch Wurzel 2 ist. Und dann entspricht sie genau dem P1. Das kann man so mit den zwei Gleichgewichten einfach hinschreiben. Und der Knoten A ist entsprechend dann auch so ähnlich. Der ist ein bisschen aufwendiger, da muss man ein bisschen herumrechnen. Der kriegt auf jeden Fall einmal P1 plus P. P ist die Hilfskraft. Einmal das NAB von der anderen Seite, vom Knoten B, also P1, einmal vom Lager 2P1 plus P. Das ist alles nicht wirklich interessant, noch, weil das kennen Sie eh alles, was interessant ist, kommt erst. NAC muss dann sein minus Wurzel 2P1 minus Wurzel 2P. Gleiches Argument wie vorher mit dem Wurzeln, nur dass wir jetzt erstens einmal das in die gleiche Richtung wirken haben wie das vertikale B1 plus B2, daher kommt das Minus und man hat halt beides, deswegen kriegt beides eine Wurzel 2, aber sonst kommt das alles wieder nur aus dem Winkel 45 Grad. Ja? Das ist eigentlich,
glaube ich, im Wesentlichen alles. Dann muss natürlich im Knoten D oben auch 2P1 plus P wirken. Und damit haben wir dann das Gesamtsystem. Vielleicht zeichnen wir das einmal her. P1, P1 plus P. Hier ist 2P1 plus P. Und da oben dann im Knoten D genauso, nur in die andere Richtung. Und hier ist die Hilfskraft P. So, dann hat man, glaube ich, alles, was man braucht. Und dann geht der Satz von Castigliano analog, aber halt mit den Normalkräften. Und für die Normalkräfte braucht man kein Integral ausrechnen, sondern kann einfach über die einzelnen Stäbe summieren, die Beiträge. Was sich ändert ist, man kriegt das Pendant zur Biegesteifigkeit. Das ist in dem Fall E-Modul mal Fläche von dem jeweiligen Stab, in dem die Normalkraft wirkt. Und die Summe über alle Stäbe der Normalkraft mit der zugehörigen Ableitung dieser Normalkraft nach der Hilfskraft P mal die Länge des Stabes. Das ist das, was vorher aus dem Integral gekommen ist, die Länge des Trägers. Die ist jetzt da einfach multipliziert, weil wir nur Summen bilden. Das ist alles. Und dann macht man sich am besten eine Tabelle und überlegt sich die einzelnen Beiträge. I, Stabbezeichnung, also sozusagen welcher Stab, A, B, B, C und so weiter, dass man sie auskennt. Die Normalkraft in dem Stab, die zum I gehört, die Ableitung dieser Normalkraft nach der Hilfskraft, das Ni mit Null gesetzter Hilfskraft, die Länge des Stabes und am Ende braucht man das Produkt aus der Null gesetzten Hilfskraft, also Normalkraft mit Null gesetzter Hilfskraft, mal die Ableitung, mal die Länge. Gut, schreiben wir hin, wir haben wie viele Stäbe? 4, 1, 2, 3, 4. Das ist einmal, fangen wir unten an, AB, BC, AC und CD. Da gibt es laut unseren Knoten, also laut unserer Berechnung oben, sollte alles da sein. AB ist minus P1. Koordinatensystem ist wieder so, das habe ich vorhin vergessen, wie überall, x, z. Also ist minus P1, BC ist Wurzel 2 P1, AC ist minus Wurzel 2 Summe P1 plus P und CD ist 2P1 plus P, das ist der oben. Die Ableitungen nach P, das ist offensichtlich 0, das ist auch 0, das ist minus Wurzel 2, da steckt ein P drin und das ist 1. Dann braucht man eigentlich das gar nicht mehr 0 setzen, wenn die Ableitung schon 0 ist. Die beiden, die sind überhaupt nicht mehr relevant. Nachdem die Ableitung 0 ist, ist der Gesamtbeitrag 0. Und die anderen beiden 0 gesetzt, das P liefert da minus Wurzel 2P1, hier 2P1 und die Längen sind Wurzel 2L und L. Das heißt, wir haben da rechts 2 mal Wurzel 2P1L und hier 2P1L. Und dann eingesetzt in den Satz von Castigliano, 1 durch EA, Summe, I, ich schreibe es nochmal her, NI, DNI nach DP, LI ergibt also dann 1 durch EA, 2 mal Wurzel 2P1L plus 2P1L. L, alles zusammengefasst und rausgehoben, 2 mal P1L durch EA mal Wurzel 2 plus 1.
allgemeines Ergebnis und für die Zahlenwerte laut meiner Angabe 12,07 mm positive Verschiebung von C in, nach unten, also in positive Z-Richtung.